Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute wird es ein gemütliches Video. Es sind auch ein paar Inspirationen mit dabei, aber es geht vorrangig darum, eure Fragen zu beantworten, die ihr mir vor 3 Wochen gestellt habt. Ich habe jetzt mein Handy hier und das letzte Video, das ist wie gesagt 3 Wochen her. Und da habe ich euch aufgefordert, ja, wenn du Fragen hast, stell sie mir gerne und so, dass wir ein bisschen im Austausch bleiben. Und starte auch direkt mit der ersten Frage von der lieben Rosi66. Ich werde es einblenden immer. Liebe Samar, warst du schon immer spirituell oder hat dich ein bestimmtes Erlebnis auf den Weg gebracht? Das ist schon mal eine Frage von dreien, glaube ich. Ein spezielles Erlebnis, beziehungsweise eine spezielle, emotional sehr tief schmerzhafte Erfahrung, die ich jetzt leider mit euch erstmal noch nicht teilen kann. Ja, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ist noch zu früh, um es zu erzählen, würde ich sagen. Aber ich bin sicher, dass ich, wenn ich das mit euch teile, ich viel, viel, viel Anklang bekomme, weil es einigen so geht und sie nicht wissen, wie sie da rauskommen. Aber es ist noch nicht Zeit, das mit euch zu teilen. So, das nächste ist, was möchtest du an deine Community weitergeben? Sehr gute Frage. Was ich von Herzen gerne unbedingt weitergeben möchte, ist erstmal die Erkenntnis, dass es emotionale Wunden gibt. Und mit emotionalen Wunden meine ich, dass wir in der frühen Kindheit, aber auch im Laufe des Lebens mal verletzt werden und die Emotionen, die dazu passenden und die ganze Situation nicht verarbeiten konnten, weil wir nicht wissen, wie man sie verarbeitet. Das lernt man ja nirgendwo. Wenn wir das natürlich dann unterdrücken, unterbewusst, unbewusst, wir merken nicht, dass wir gerade eine Situation, die schmerzhaft ist, wegdrücken, uns versuchen abzulenken im Außen, damit wir den Schmerz nicht spüren. Was dann passiert ist, dass dieser Schmerz sich versteckt im Körper. Der versteckt sich nicht wirklich, aber der bleibt stecken. Er geht nicht. Also ein Schmerz kann auch durchfließen, wenn wir ihm erlauben, da sein zu dürfen. So, und wenn wir solche Erfahrungen wegdrücken, weil wir nicht wissen, wie wir sonst vorgehen, dann bleiben sie magnetisch im Körper. Und sie strahlen auf unsere Umgebung, reflektieren dann mit der Zeit Situationen. Diese Emotionen verkleiden sich in Situationen und in Menschen, die uns wieder verletzen und wir erleben wieder den gleichen Schmerz. Es ist nicht die gleiche Geschichte, aber es ist der gleiche Schmerz und darauf gucken halt selten Menschen. Ich habe jetzt erst eine Klientin, die noch sehr, es hört sich jetzt wirklich böse an, aber ich meine es nicht böse, es ist einfach die Arbeit, die ich mache, sie ist noch sehr in dem Opfer drinne. So, heißt nicht, dass ich jetzt hier voll nicht im Opfer bin. Ja, ich bin auch, fall auch mal hier und da ins Opfer rein. Aber das erstmal zu verstehen, wie ein Alkoholiker. Wenn er weiß, ich bin Alkoholiker, weil ich immer regelmäßig trinke, ist es ja gut, die Erkenntnis. Und wenn ich dann sage, ey, du bist Alkoholiker, weil du regelmäßig trinkst, ist es ja keine Beschimpfung, ich möchte dir helfen, ist erstmal zu erkennen, um da rauszukommen. Und bei ihr ist das Thema Erniedrigung. Und das war ihr natürlich nicht bewusst, woher auch, weil die Situationen waren alle verschieden. Es waren immer verschiedene Menschen, es sind komplett verschiedene Situationen. Aber es ist immer wieder dieselbe Emotion, die hochkam. Immer wieder. Und ja, wir sind noch dran, daran zu arbeiten, weil es ihr immer noch sehr, sehr schwer fällt, mit der Emotion zu arbeiten. Es geht ja eher darum, die Menschen zu verletzen, die ihr wehgetan haben. Was ich auch verstehen kann, denn wenn wir ungerecht behandelt worden sind, wenn da ein Unrecht geschehen ist, ist in uns natürlich der Drang, das zu vergelten. Ja, nach außen sieht es immer so aus, was ist sie denn noch so nachtragend, wenn es sehr schmerzhaft ist, weil, wie gesagt, die Erniedrigung schon sehr lange in ihr ist und sie schon seit Jahren immer wieder von verschiedenen Menschen erniedrigt wird. Dann kommt dann der Zehnte und dann ist einfach so eine Wut, dass man sagt, den vernichte ich sozusagen. Und das zu verstehen, uns emotional zu heilen und auf lange Sicht ist wirklich mein Ziel, dass die Welt besser wird, weil viele Eltern schauen mir zu. Sie gehen ganz anders, jetzt schon ganz anders mit ihren Kindern um, weil sie wissen, was das für Auswirkungen hat. Wenn wir Kinder großziehen, die emotional ganz sind, die emotional, wir sind alle emotional ganz, die nicht so viel Leid erfahren, sondern direkt mit der Heilung schon mit den Eltern heilen können, weil die Eltern heilen, dann haben wir friedliche Menschen später. Wir haben nicht so viele verletzte Menschen, die sich gegenseitig verletzen, sondern es ist friedlich. Es gibt nicht mehr diese Kriege. Wenn Menschen so aufwachsen mit Liebe, mit Fürsorge, mit ich verstehe deine Emotionen und ich wertschätze deine Emotionen. Ja, ich mache sie nicht weg oder sage, ach Gott, jetzt übertreib nicht. Damit heilen Menschen und damit sind wir in einer viel, viel friedlicheren Umgebung. Das ist so meine Absicht mit meinen Videos. So, lange Antwort. Was kann ich gegen meine Selbstzweifel tun? Das ist eine sehr gute Frage und ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe da, ja, ich muss mal aufpassen, wenn ich sage Bekannte,
Es schauen mir viele Bekannten zu und denken die, warum erzählst du jetzt meine Geschichte? Wenn ich eure Geschichten erzähle und ihr hört sie, ich meine es nicht böse, damit kann man anderen helfen und dein Name wird ja nicht genannt. Und zwar ist es eine Person, die vom Vater sehr erniedrigt wird, was schulische Leistungen betrifft. Die Person ist richtig gut in der Schule, also mittel, würde ich sagen, aber der Vater möchte immer, dass es Einsen sind und dass es Gymnasium ist und dass es Abitur ist und dass es dann ein Arztstudium ist und was weiß ich was, ja? Der Vater hat selber sehr große Selbstwertprobleme. Okay. Diese Person wurde so oft jetzt erniedrigt, war auch schon monatelang im Krankenhaus, musste dann die Schule absetzen wegen Magenproblemen, ne? Also keiner hat was gefunden, auch die Ärzte nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, es hat, oh, diese Emotionen schlagen auf den Bauch, wenn man die nicht verarbeiten kann. Wenn, gerade wenn man als junger Mensch noch zu Hause ist, pubertierender Mensch zu Hause ist, es ist schwierig, da gegen solche Eltern vorzugehen. Aber der Vater erniedrigt diese Person regelmäßig und stellt Vergleiche an. Die Person ist viel besser und die Person hat ein Abzeichen bekommen und die Person hat eine Urkunde bekommen und du nicht. Warum bist du so ein Esel? Warum bist du so dumm? Diese Person, wenn sie dann irgendwann mal ein erwachsener Mensch ist und nicht an sich gearbeitet hat mit diesen emotionalen Wunden, wird große Selbstzweifel haben, weil es immer noch diese die Stimme des Vaters wird die eigene innere Stimme. Und wenn du Selbstzweifel hast, kannst du wirklich mal in die Vergangenheit ein bisschen so eine kleine Reise machen. Die Selbstzweifel, die bei dir hochkommen, ist es deine Stimme? Ist es die Stimme deiner Eltern, Mutter, Vater, Lehrer, Pflegeeltern, je nachdem, Geschwister, Tante, bei wem auch immer du aufgewachsen bist? Wer hat an dir gezweifelt? Oder wer, muss nicht unbedingt gezweifelt sein, hat versucht, dich immer wieder zurechtzuweisen, ne, dass das nicht so gut ist, dass du nicht so gut genug bist, dass du das und das. Und es ist oft sehr hilfreich, wenn wir da wirklich uns mit unserer Vergangenheit beschäftigen, zu gucken, diese Person, oft findet man es sehr schnell raus, ist sie ein Vorbild? Und wenn sie es nicht ist, zum Beispiel sagen wir mal, meine Mutter hat mich immer erniedrigt, Beispiel. Wenn ich es herausfinde, ah, meine Selbstzweifel liegen daran, weil sie immer an mich da, an mir rumgezupft hat und ich war nie perfekt genug für sie, okay, boah, das macht mich schon traurig. Das wahrzunehmen, nicht unterdrücken und dann ist sie ein Vorbild für mich, was das betrifft. Nicht wirklich. Ja, dann muss ich es ja gar nicht ernst nehmen, was sie gesagt hat. Damit ist es natürlich nicht weg. Die Arbeit geht weiter. Ich würde dann im zweiten Schritt immer meine Selbstzweifel beobachten und mal aufschreiben. Also wirklich mal aus der spirituellen Welt, weil es sind ja Gedanken, die wir nicht sehen können, direkt in unsere 3D-Welt runterschreiben. Und wenn wir die runterschreiben, ist es meistens, was mir auch schon passiert ist, sehr schmerzhaft, sehr zerstörerisch, wo ich mir denke, das sag ich mir selber jeden Tag. Wenn du es auf dem Zettel siehst, ist es echt nicht schön. Und dann zu überlegen, gut, wie kann ich diese Sätze umdrehen und mir etwas Besseres sagen? Gibt es irgendetwas, was netter ist, was ich mir sage? Und dann wirklich im Alltag beobachten, ist alles sehr unbewusst, ich weiß, und es ist oft schwierig, aber sobald wieder solche Gedanken hochkommen, um zu switchen, um zu, ihr wisst schon, was ich meine, und dann zu überlegen, okay, ich nehme jetzt den Satz, den ich mir letztes Mal aufgeschrieben habe. Ja? Dass, mit jedem Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. So wie ich bin, bin ich gut. Ich bin dankbar, dass ich erkenne, dass meine Selbstgespräche Macht haben und ja, an was habe ich jetzt Bock zu denken, zum Beispiel jetzt, das schon mal so umzudrehen. Aber erstmal die Selbstzweifel hören, was sagen sie dir? Was sagen dir deine Selbstzweifel? Stell dir vor, der Selbstzweifel hat einen Körper und du redest mit ihm und er kommt und plappert. Bei mir ist es jeden Tag. Selbstzweifel, Scham, Schuld, Wut, manchmal sogar Hass. Es ist erschreckend, das zu sagen, aber manchmal kommt es hoch in gewissen Situationen. Was ich dann mache, ich setze mich hin und ich setze mich nicht hin. Also wenn ich dann unterwegs bin, bin ich unterwegs oder wenn ich stehe und irgendwas mache, mache ich was. Aber ich rede dann mit diesen Selbstzweifeln und ich rede mit der Schuld. Ich rede mit der Scham. Ich rede mit dem Hass. Und wenn diese Gefühle das Gefühl haben, dass sie von dir gewertschätzt sind, wertgeschätzt werden in dem Moment, werden sie leiser. Ja? Allein die Zweifel. Ja? Die Zweifel auch jetzt, die aktuelle Zeit, was wir hier gerade so alle. Ja, sehen, was auf uns zurollt, keine Ahnung. Da kommt oft Zweifel hoch und Ängste hoch. Und auch Schuld hoch, ne? Könntest du dich besser vorbereiten? Wie wäre es mal, hier aus dem Land rauszugehen? Bla, 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 bla. Und dann rede ich mit diesen Zweifeln. Ja, ich verstehe dich vollkommen. Du hast vollkommen recht. Aber wenn wir die ganze Zeit da rumrühren um das gleiche Problem, kommen wir hier nicht weiter. Fühlt sich überhaupt nicht gut an.
Du hast deinen Platz, Selbstzweifel. Bleib hier bei mir. Weißt du, kannst ruhig da sitzen. Ich habe dich gehört. Ich danke dir auch für deine Zeit und ich danke dir auch, dass du auf mich aufpassen möchtest. Und jetzt, liebes Glück und Liebe, Liebe und liebe Freude, was wollt ihr mir denn erzählen? Und dann lasse ich sie ein bisschen reden. Genau. So, nächste Frage.